Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar sind wir heute wieder auf meinem Dunkeleisenzwerg unterwegs. Ich will ihn nämlich wieder ein bisschen weiter leveln. Heute quasi das erste Mal nach dem Patch 8.1 und wir dürften jetzt wesentlich weniger EP brauchen. Wir haben wieder so ein paar Leute aus dem Stream auch zusammengekarrt. Heute haben wir leider keinen Heiler dabei. Deswegen haben wir jetzt ein Random-Ding. Ich habe auch gleich schon mal gequeued, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir jetzt ewig in der Queue drin hängen. Ging sogar relativ zügig. Vielleicht können wir den, wenn der gut ist, können wir den auch aufgabeln und mitnehmen. Ne? Wir sind jetzt hier gerade Dings reingekommen. Ins Bollwerk. Und ich sehe gerade, mein Sound muss ich wieder ein bisschen hochstellen. Ja, mein Intro ist quasi die Anmoderation für die Dings. Warte mal, den Ding muss ich nur anschalten hier. Ach, schau mal an, der hat da einer die Quest. Die habe ich natürlich schon gemacht. Eigentlich ist das hier die perfekte Ini, weil die relativ zügig geht. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich hier nebenbei den Sound noch ein wenig anpasse. Irgendwie ist das jetzt problematisch, dass ich es bei jedem Char einzeln machen muss, ne? Eigentlich war das früher immer so, dass du weiter dingsen konntest. Also dass du es einmal eingestellt hast und das bei allen Chars dann eingestellt war. Ich habe sogar noch den Buff hier retten können vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Ich darf jetzt bloß nicht sterben. Also eigentlich sollte ich keine Sonne. Warum bläst denn der den Dingsring jetzt da hinten rein? Okay. Ich darf jetzt bloß halt nicht sterben, weil ich habe noch einen 10% Buff drauf. Oh shit. Ich sehe meine Fälle schon davon schwimmen. Heil mich, Heiler! Das war jetzt meine eigene Heilung, ne? Das war nicht der Heiler. Warte mal, der wird mir schon wieder so. Ach, der castet seine Sühne auf die Mobs. Weißt du, der Tank ist am Abnippeln. Juckt mich nicht. Hauptsache Damage, ne? Ich lieb solche Heiler. Ich lieb solche Heiler. Ich dachte mir gerade, okay, der castet die Sühne auf mich, will mich retten, ne? Und der Hexer ist erstmal AFK. Ernsthaft? Nee, die EP ist reduziert. Deswegen habe ich jetzt letzte Woche nicht gelevelt gehabt. BB. Ich hatte letzte Woche ja nicht gelevelt gehabt, weil ich nur ein paar Sachen fertig machen wollte vom Patch 8.1, ne? Und ich wusste ja, dass die EP gut genervt wird. Also in dem Bracket, wo ich jetzt gerade bin, bis zu 40%. 30. Ja, ich wäre jetzt fast verreckt hier. Deswegen der kurze Stocker. Ich musste gerade nochmal Dings ziehen, Mili Bob. Der Heiler, der geht mir auf den Sack, ja. Also. So, das hatte ich heute Mittag schon, der bei jeder Altgruppe nach Mana gerufen hat. Solange ich wegbombt. Ja, da müssen wir echt aufpassen. Gut, auch schön mal mit meinem Magier mit wegbombt. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe mir den ins Fokus genommen, ne? Ist ja gut, wenn der Heiler auch rein damaget, ne? Aber den Tank verrecken zu lassen, da hast du halt keinen Mehrwert, ja? Also klar, wenn der Heiler mit rein damaget, geht's schneller. Das ist ganz klar. Ja? Aber wenn der Tank halt wegverreckt, dann geht das Ding halt meistens nicht unbedingt schneller, sondern dauert halt wesentlich länger, ne? Okay. Ernsthaft, der hat immer nur irgendwelche Mobs hier obwohl, ja gut, der wird wahrscheinlich einen Heiler-Addon haben, ne? Ich weiß immer nicht, castet er jetzt die Sühne auf den Mob oder castet er die Sühne auf mich, ne? Da weißt du aber nicht so genau. Bisschen gucken hier. Aber ich will meinen Buff nicht verlieren, ne? 10% mehr ist natürlich nett, ja? Ist nett, wenn man das mitnehmen kann. Achso, habe ich gesagt, was für ein Level ich bin? 68, ne? So fürs Protokoll. Protokoll. Du hast eben die Chimäre bekommen? Ja, nice. Das ist ein schickes Mount auf jeden Fall. Weil Chimären gibt es halt einfach auch nicht so viele. Wobei ich finden würde, dass sie das Grundmodell von der Chimäre mal ein bisschen updaten sollten, ne? Also so wie jetzt bei den Tigern. Weil das Grundmodell. Oh, wer schießt denn da in die Dings rein? Jetzt haben wir Wortschatz. natürlich. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Mobs plus den Boss. Das wird jetzt ungünstig für uns. Also ich ziehe die Bubble, ne? Und wir haben noch mehr geaddet. Wir haben alles. Ich muss bubblen. Ja, jetzt müsste er gucken, wie er hinläuft. Ja, ich habe eben Bubble drücken müssen, weil sonst wäre ich tot gewesen. Okay, Bubble ist Die weg. fast alle tun. Huiuiuiui. Bist jetzt nur einer verreckt? Das wundert mich. Ne, zwei, okay. Zwei sind verreckt. Aber ich habe meinen Buff noch. Das Der Boss ist fast down. war das Wichtige. Das war das Wichtige, dass ich meinen Buff behalten habe. Ich würde ja die Kiesel geben, aber die muss man noch handeln. Ach so, du hast noch keinen Brunnen. Ja, das Addon ist Nee. echt top. Aber gut, das ist nicht mein Addon, aber durch mich habt ihr das halt auch gefunden. Ne? Und also du musst eigentlich nur immer, wenn dann bei Curse suchen oder halt ich über diese Twitch-App suche ich halt meistens. Die war ja vorher auch die Cursed-App.
Und das ist gut, ja, weil genauso was habe ich halt gesucht, dass du wirklich alle Rare Mobs angezeigt bekommst, einen schönen Haken hast, hey, habe ich die schon gekillt, habe ich die noch nicht gekillt, weil mit mehreren, mein Buff ist die Hauptsache, ja? Also ich würde jeden von den Leuten hier ins Messer liefern, wenn ich meinen Buff behalte. Also, das ist, Und sind die kannst du ihn Prior. nicht holen wieder? Ich kann ihn nicht holen, weil die Geschichte ist, es ist im Moment kein Dunkelmond-Jahrmarkt, ne? Wenn ihr jetzt mal guckt, der war letzte Woche und da war ich anscheinend, da war ich clever genug, mir den Buff zu holen. Es gibt es für mehrere Sachen. Also für Dings gibt es das auch, ne? Für, wie heißt's hier, die andere Warfront für Errati. Da musst du mal gucken, da gibt es aber, glaube ich, direkt eins von Handy Notes. Gibst du mal Handy Notes ein und Errati, dann müsstest du da was finden. Relativ sicher sogar. Was herzlos, ja, so bin ich. Aber ich sag's wenigstens, ne? Ich sag's wenigstens. Wie es aussieht. Warum pull ich die jetzt eigentlich? Achso, warte mal, doch, wir müssen ja nur den Endboss töten, ne? Müssen ja gar nicht, müssen ja gar nicht links rum. Für die Quest theoretisch schon. Ja, aber die Quest, Ich weiß nicht, ob ihr noch eine habt. Die Quest bringt eh kaum 50k, was. stimmt. Der Lohnt schnelle, sich. ja, der schnelle Abschluss, ist halt viel mehr wert. Die Ini ist halt so gut, weil du halt diesen schnellen Abschluss an sich hast, ne? Hier, achso, warte mal, hatte ich eigentlich die Standarten noch? Fällt mir gerade so ein. Ah, stimmt, ich hätte Standarte stellen können. Stimmt, ich habe mir die alle rausgezogen, ne? Extra. Ach, das seht ihr nicht, aber hier unten hatte ich sie alle. Stimmt, ich muss die Standarten immer stellen. Dann kriegt's halt nochmal extra EP, ne? Jetzt sind es hier 10%. Ich habe auch nochmal eine 14% bringt. Es ist halt alles ein bisschen was, ne? Das deckt sich halt. Die kann man auch Aber ist nur für skippen. die Ads dann. Ist nur für die Ads, ja. Für den Abschluss bringt's nichts. Das habe ich schon getestet. Dafür bringt's leider nichts. Aber 10% Kann man mehr mich von da wieder den. hoch, wenn ich da kurz runterlaufe? Nee, du musst Oder die ganz außen Quest ist rumlaufen. anders. Nee, das macht das am Ende. Dann musst du wieder komplett außen rumlaufen. Schade. Oder ich stelle euch da oben mal kurz einen Hexen vor. Ich weiß, also ich keine Ahnung, ob du da. Warte mal, kommst du, wenn du da übers Gate. Warte mal, kommst du über das Gate hoch? Das Gate habe ich noch nicht, aber ich habe das Ritual der Beschwörung, das zeigst du. Ach so, aber Hexergate wäre ja krass, wenn du dann direkt hier hochkommen würdest und direkt zum Endboss kommen könntest. Das wäre halt richtig krass. Dann wird die Das Ini ist. halt 2 Minuten dauern, nicht mal. Ja? Wahrscheinlich einen, dann könntest du ja direkt den Endboss umhauen und würdest die krasse EP kriegen. Ach Ja, stimmt, das wäre es. das wäre richtig krass. Ah, hier kann. Leider kannst du nicht mehr ziehen, ne? Das muss hier ja mal reinqueuen. Ich weiß nicht, wann der Hexer das Portal kriegt. Könnte man richtig schnelle Runs machen. Sicherst oder so da, sicher. Naja, gut. Was denn, Ein welche? komisches Tor mit 80, ja. Von welcher Banane reden wir denn? Warte mal, wir haben den Abschluss jetzt gar nicht gekriegt. Auch jetzt. Ah, jetzt, okay. Schau mal, 100k. Gerade 110k XP. Ja, und du brauchst halt. Nur 200, mittlerweile nur noch 200k für insgesamt. Das ist krass. Ich bin ja vorhin gerade aufgestiegen, zumindest schon fast wie ein Level up. Im Low Level, klar, war das schon immer so. Jetzt aber in dem hohen Level-Bereich ist schon krass, dass. Also du merkst, jetzt brauchst du halt bloß nur 200k hier. Davor hast du, glaube ich, irgendwie 3, fast 400k gebraucht, ne? Es ist halt schon einiges. Das sechste Mal ist, das ist so einfach nichts, um dich schneller zu bewegen, das ist voll behindert. Die ganze Zeit langsam laufen. Schau mal, ob der Heiler mit will. Da fehlt ein Boss. Ja, lass rausliefen. Ist einfach nochmal vielleicht ein Bild an. Ich queue jetzt nur einmal. Ja, das ist ein Typ, der hat das System immer noch nicht geblickt. Nee, dann gehen wir raus. Oder Ja, lass erst einfach raus. rausgehen. Ja, lass einfach rausgehen. Keine Ahnung. Also vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, im Endeffekt läuft so, dass die ganze EP, die du kriegst, nur noch abhängig vom Endboss ist. Heißt, sobald du den Endboss umgehauen hast, kriegst du alle Abschluss-EP und alle Bosse, die du danach umhaust, kriegst du wirklich nur noch die Kill-EP und das ist ja nix im Endeffekt zu der Abschluss-EP, ne? Also ich habe jetzt durch die Abschluss-EP war das 105.000 EP, das ist genau die Hälfte von einem Level, bringt das. Und die Mobs, die bringen halt, weiß ich nicht, 1000, 2000 EP, ne? Jetzt mit erholt noch, viel mehr bringt ein Boss auch nicht, ja? Deswegen schaust du, dass du so schnell wie möglich zum Endboss kommst, den umhaust. Alle anderen Bosse, die du nicht umhauen musst, haust du auch nicht um, weil was bringen dir die Bosse? Möglicherweise Quests, okay, dafür könnte man es vielleicht nur sagen, okay, dann nimmt man das mit. Aber die Quests bringen im
bringen im Endeffekt auch nicht sonderlich viel EP, ja? Also die, die man mitnehmen kann, nimmt man mit, klar. Aber jetzt dann ewig viel extra machen würde ich auch nicht für, ja? Also eigentlich guckst du nur zum Endboss, umhauen, nächste Ini. Das ist wirklich das Effiziente, was du machen kannst. Jetzt in dem Fall den einen Boss da auf der anderen Seite drüben nur umzuhauen, bringt gar nichts, ja? Außer man will da irgendein Gear-Item unbedingt haben, wobei die Gear-Sachen halt irrelevant sind, wenn wir ehrlich sind. Warte, warum haben wir denn jetzt... okay, da kommt... Die Gearsachen sind irrelevant, weil du levelst ja eh relativ schnell aus dem Bracket wieder raus und dann brauchst du schon wieder bessere Sachen, beziehungsweise man hat ja relativ viele Heirloom-Items an. Deswegen, würde ich jetzt auch nicht auf irgendwelche Gear-Items oder irgendwas gehen. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. An die Banner, das meinst du? Das ist ja gerade besprochen, jetzt habe ich den Seelenbrunnen. Na wunderbar. Warte noch ab und zu. Ach stimmt, ich habe ja dieses Add-on, ne? Eine Quest der Automaten. Ja, schau mal, das geht so viel schneller mit dem Auto annehmen. Ich liebe das. So, jetzt muss ich wieder einigermaßen vorsichtig pullen. Das Bild ist, wir haben jetzt immer einen Randomizer dabei. Du weißt halt nicht, was du kriegst. Und das kann natürlich auch irgendeiner sein, der gar keine Ahnung hat von Heilen, der auch kein Heiler-Gear hat und einfach auf Heiler-Spec, dass er schnell in Inis reinkommt. Das kommt nicht so selten vor, muss ich leider sagen. Ja? Dass du genau die Konstellation hast. Und dann kriegst du halt auf den Sack. Ja? Ist leider so. Dann ist mein Buff halt leider auch weg. Deswegen muss man da einmal ein bisschen gucken. Ach, das Banner, ja, richtig. Warum immer ich? Warte, gut, du darfst immer Banner... Warte, ich stell das Banner hier in die Mitte rein, dass es möglichst weit zählt. Eigentlich, wenn hier den Boss-Pull ist, kommen alle Mobs, ne? Das mache ich normalerweise, dass ich hier reinlaufe, direkt in den Boss-Pull und dann alles wegklief. Warte mal, ich hab Bubble ready, komm, easy. Mal gucken. Fuck, der Heiler... Der Boss macht aber halt hier so ein Shit. Man darf nicht den Boss hitten, ne? Wenn er seinen Blasenshit macht. Da darfst du jetzt den Boss nicht hitten, sondern er macht die Trash-Mobs. Das leckt ein bisschen ab. Ich glaube der Tank kriegt, oder hast einfach Damage Reflect. Natzt sich halt selber weg. Das okay, wir haben sie alle gekillt. Hand auflegen ist dafür zwar raufgegangen und der Heiler. Also der Heiler nur ein, zwei Schritte vormachen müssen, dann wären die in die Weihe reingelaufen, ne? Aber da sind stehen geblieben. Ist meine Hämmer da draufhauen, hast sich das gehabt, dass er weg war. Oh, Stufe 70. Es geht halt echt ganz gut jetzt ab. Gut, wenn ich mir jetzt den Trank noch geholt hätte, ne? Ach nice, jetzt habe ich mein Harddev-CD. Na wunderbar. Warte mal, wo packe ich den hin? Packen wir den mal hier hin und... Warte mal, auf E habe ich jetzt den... Naja gut, mal gucken, ob ich mir das merke. Weil davor hast du halt keinen richtigen harten Dev-CD. Der tut halt aktiv Damage reduzieren. Ich glaube 50% waren es, oder? So wie die Wall, ja, 50%. Und ich kann was skillen, ne? Ah ne, erst mit 75. Okay, mit 75 kannst du was skillen. Ach, ich glaube, wir müssen hier sogar ein paar Mobs umhauen, ne? In dem Raum. Weil, für die Quests. Mal gucken, ich glaube, wir müssen da sogar ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, den großen... Ne, was brauchen wir denn? Ach, die da hinten, die brauchen wir. Den großen bräuchten wir. Der viert, glaube ich, sogar. Da müssen wir sogar ein bisschen aufpassen. Aber ich bin... Ne, stimmt, ich bin gar nicht mehr in Banner-Range. Ja, hast du recht. Ja, schau, ich sag doch hier mit dem 4. Stellen wir halt das kleine Banner auf. Oh, der Live-Pakun war halt Gott-like, ne? Sonst wäre ich halt tot gewesen. Brauchen wir die hier? Ja, den hier brauchen wir auch noch. Ich pull jetzt ein bisschen mehr. Also auch Mobs, die wir nicht unbedingt brauchen. Geht jetzt halt um die Quest, ne? Ich glaube, du musst hier einige Mobs machen, dass du die Quest fertig kriegst. Das wollen wir noch 5 Nexus-Ding. Ich glaube, jetzt haben wir genug von denen. Jetzt können wir hier, glaube ich, weiter durch. Brunnen so. Steht. Ach, du hast einen... Brunnen. Ja, warte mal, dann müsste ich nochmal zurück, tatsächlich. Hol ich mir noch ein GS. Ja, das schadet nicht. Und mein Buff wäre weg. Ja, richtig. Um das geht's mir. Der Buff ist ja das Wichtige. Ja, es sind halt 10% mehr, ne? Haben oder nicht haben, ne? So, GS haben wir schon abonniert. Alles und durchgehend. Ja, das ist halt das Gute. Packen wir den mal hier hin, den GS.
Machen wir es nochmal ganz kurz AFK. Geht das gerade? Bist denn du ständig AFK? Nee, bloß jetzt gerade. Letztes Mal. Muss immer bloß ein bisschen aufpassen, ne? Weil die hier dich im Karree rumfieren und dann schaut das immer schlecht aus. Vor allem, wenn du alles addest beim Vieren. Vor allem, wenn der Heiler oder so irgendwo reingeführt wird, ist immer ein bisschen blöd. Ich denke mal, die können wir schon noch ranholen hier. Ach, wieder gefiert. Jetzt haben wir die da hinten. Jetzt haben wir alles. Okay, wunderbar. Na, wunderbar. Nee, ich meine, im Weihnachtsfest gibt es keinen XP-Buff. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Oder vielleicht haben sie ja sogar was geändert. Ich meine, Sonnenwendfest hast du auf jeden Fall einen. In dem Erntedankfest hast du einen. Bin jetzt gerade am Osterfest, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob du da einen hast. An Halloween hast du auch einen, diesen Weidemann, ne? Aber ich meine, an den anderen hast du gar nichts. Ja, hier könnte man... Ich stelle da hinten dann einen Banner nach dem Boss... Da stelle ich dann das hier, dann habe ich das wieder ready. Müssen wir hier unten mal auch die EP einblenden. Was, jetzt bin ich schon nicht mehr erholt? Der war doch jetzt ewig rumgestanden, der Char. Der Erholt-Buff ging ja jetzt fix weg. Was für Scheiße. Na ja. Hütet euch. Aber konntest du das nicht avoiden, indem du gesprungen bist? Ich glaube, irgendwie sowas war hier. Schau, also ihr macht hier seinen Cast und werden alle gestunt. Warte mal, warum kriegt denn der Heiler so auf die Fresse? Ja, vielleicht sollten wir den tatsächlich mal recken lassen, ne? Der ist schon gut runtergehittet. Aber jetzt habe ich ja schon 2 Level gemacht, ne? War gar nicht so verkehrt. Also im Schnitt hat man davor etwa 2,5 Level pro Stunde gemacht, ne, auf dem Levelbereich, so Pi mal Daumen. Jetzt habe ich quasi schon 2 Level gemacht in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten so, ja. Schon nicht so verkehrt. Mal gucken, was rauskommt. Ich schätze mal, am Ende kommt man mit 4-5 Leveln raus und dann ist es eh schon ganz gut. Aber irgendwas schießt den doch ab, oder? Von was kriegt denn der Damage? Naja, okay, ich... Auch wenn man dann springt, kriegst du den Damage, das hilft alles nix. Siehst du, so ein Boss bringt nicht viel mehr EP als so ein normaler Elite-Mob, ne? Und dauert halt irgendwie 10-mal so lang. Also, diese Bosse töten bringt halt einfach nix. So, ich wollte hier eigentlich noch eine Standarte stellen. Oh, warte mal, hier musst du eigentlich auch ein bisschen aufpassen, weil die CC'en dich auch ziemlich. Muss mal ein bisschen gucken. Ja, da kam schon der erste CC. Vor allem vieren sie dich auch mal ganz gerne in den nächsten Raum rein. Komm heute noch auf Stufe 80. Doch, das werde ich auf jeden Fall schaffen. Denke ich mal, Stufe 80 müsste drin sein. Weißt du, wie gesagt, ich habe hier Urlaub. Wir können ja bis spät in die Nacht machen. Und ich wollte jetzt eh die Tage durchziehen mit Leveln. Ne? Also sprich, ich möchte jetzt eigentlich in der nächsten Woche, ne, möchte ich den Dunkeleisenzwerg eigentlich auf Max haben. Also Max heißt für mich 110, weil bis dahin der Punkt ist, wo ich ein Achievement krieg, ne? Ja, da hast du den 4. Ihr müsst ja ein bisschen aufpassen, immer wenn ich handlungsunfähig bin, greifen sie irgendwen anders an. Also da müsst ihr vielleicht ein Dev-CD oder irgendwie irgendwas Mass-CC bereithalten, weil die gehen, ja, die tun halt ziemlich oft einmal handlungsunfähig machen und dann, ja, seht ihr, da hat der erste schon im Dreck. Ja, da kannst du halt nicht viel gegen machen auch. Die CC'en mich halt raus. Ja, wieder, jetzt gehen sie wieder auf euch. Sobald ich raus bin, gehen sie wieder zurück, also ihr könnt immer kurz kiten. Ich muss jetzt bubbeln, jetzt gehen sie eh auf euch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Habe ich jetzt habe ich noch ein GS? Seid ihr alle tot? Ja. Scheiße, ich will meinen Buff nicht verlieren. Wird stille. Ach, und er steht da nur AFK rum, na bitte. Ach komm, das nervt. Also, wenn dann gehen wir Instanzen oder wir gehen AFK.
mir den Scheiß hier alleine noch regeln. Easy. Jo, passt. Buff ist nur drauf. Ich hab die Lage gerettet hier. Nein, ich meine nicht. Warte, wir können mal gerne nachschauen. Wo ist es denn drin? Das müsste irgendwo unter Ruf drin sein. Und dann hier unten, schau, 110. Beides 110, also du musst nicht auf 120 hochspielen. Es reicht 110. Ich pull den schon mal raus, bis jetzt alle da sind. Seit einem Monat nach... Naja gut, es kam jetzt am Mittwoch der Patch, also der erste Content-Patch, 8.1. Und da haben sie halt einige Sachen verändert, auch leveltechnisch haben sie ein bisschen was angepasst. Aber gut, es ist halt die Sache, was für dich von Interesse ist. Ne? Es kommt bald neuer Raid raus und solche Geschichten halt. Azurit-System wird ein bisschen abgewandelt. Und ein paar andere Sets hast du quasi auch wieder so Art Invasionen, ne? Die aber erstaunlich wenig EP bringen. Also sind nicht ganz so wie Legion-Invasionen. Lexi, hey, grüß dich. Legion-Invasionen fand ich da doch ein bisschen besser. Sorry. Bist du wieder da? Jetzt mir fast. Ich für die nächsten 3 Stunden. Du hast mir fast meinen Buff gekostet, ne? Hier. Sind halb gewiped, ich habe alleine noch 4-5 Mobs gekillt, aber war close. Dann laufe ich an dir vorbei. Ich habe davor schon angemacht und dann geht der scheiß Wasserkocher komplett wieder von vorne los. Wasserkocher, aber Wasserkocher dauert immer nur so 2-3 Minuten, oder? Bis aber der Scheiß nicht. Was hast du für einen Wasserkocher? Muss der erstmal. Einen ganz alten Klump trinken. Erstmal so ein Lagerfeuer machen. Ja, so ungefähr. Okay. Ja gut, wenn man natürlich dann sowas hat, ne? Jetzt muss man mal gucken, was war. Das ist fast halt nur ein Liter. Managruft haben wir jetzt soweit fertig, bis auf den Endboss. Ja, wir haben, glaube ich, viel zu viele Mobs gemacht. Wir hätten glaube ich, gar nicht so viele machen brauchen, ne? Das war. Egal, die XP, jedes Mal 1000 XP fast. Ja, vorher, wo ich nur erholt war, ne, waren es 2k, das merkst du halt schon auch ganz gut. Ich habe davor mit einem Dungeon nur durch die Ads ein Level-Up gehabt. Also es lohnt sich in dem Bereich mittlerweile. Können wir eigentlich den ganzen Scheiß skippen, wenn wir jetzt keine Mobs mehr brauchen? Ah ne, die kommen alle, wenn du den Endboss pullst. Wollen wir einen Big Pull machen? Habe ich Bubble Ready? Ne, ich habe kein Bubble Ready. Jetzt wieder mich erwischt. Nee, dann lass sie lieber machen, weil die kommen alle, wenn du den Endboss pullst. Und ich laufe eigentlich immer hier oben rum, pull den Boss und dann mache ich Mars Cleave. Aber das geht vielleicht nicht ganz so gut, dass dann lass die eine Gruppe machen. Was ist das? Wollte der Healer mich gar nicht rausvoten? Nö. Du weißt ja nicht, was los ist. Was, ob du auch oftmals. Oftmals wollen die Leute gar nicht so. Solange es irgendwie weitergeht, ist das den Leuten gar nicht so wichtig oftmals. Oh, okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir die sind. Jetzt haben wir irgendwie alles. Ja, ja, habe ich ja gesagt. Ich habe ja nur eine Gruppe weggemacht, dass der Pull nicht ganz so groß wird hier hinten. Achso, ich dachte, es ist noch gar nicht der Boss, aber schau. Muss ich doch mal dingsen. Ich habe nur Millibob drauf, wir müssen ein bisschen von den Mobs weggehen. Wieder ich. Bist ja nur der Paler. Okay, ich hab noch nix eigentlich hoch, Alter. Erwischt ziehen, oder? Nee. Ich musste Millibob ziehen, dass ich überlebe. Das war wichtiger, dass mein Buff drauf bleibt. Ja, es ist nur einer gestorben. Ich dachte, es verrecken mehr. Ja. Und schon wieder ein Level-Up nur durch Ads. Ja, nicht schlecht. Das war jetzt nur dieser Dungeon. Ach scheiße, ich hab jetzt keinen Banner gestellt. Ja gut, muss ich den nächsten machen. Nee, grüß dich. Hi. Also, wenn noch ein, zählt mir das gerade ein, wenn einer Heal hat, ne, auf dem Levelbereich, kann er gerne mit. Ja, jetzt für den einen Mob lohnt das Banner nicht mehr, das nehme ich dann der nächsten Inni. Welches Level seid ihr jetzt? Also wir sind halt im Levelbereich zwischen 60 und 80. Auf Allianz, ne, also wenn du da einen Char hast, Heilermäßig, dann kannst du da gerne mitkommen. Ja, dann hätte ich einen 60er Paladin, also. Ja, wenn du magst, kannst du mit. Rein kannst. Ja. Mhm.
Ach stimmt, die haben die Heiler verbessert in dem Levelbereich. Wir haben uns ja vor 2 Wochen noch unterhalten, dass man ab einem gewissen Level einfach deutlich weniger heilt. Mhm. Und das haben sie jetzt verändert. Echt? Also okay. Du heilst im Schnitt das gleiche wie im Low, bloß dass halt das Level erhöht ist. Okay. War das in den Patch Notes gestanden oder ist das nur eine Empfindung? Das haben die inoffiziell, glaube ich, bloß gesagt. Also stand zumindest irgendwo. Okay. Es wurde auf jeden Fall irgendwo mal geschrieben, dass es im 8.1 kommt. Kann mich einer aufkratzen? Nee, belebt dich doch wieder, du kannst am Ende die Quest abgeben. Ach doch, mittlerweile. Ja, ich muss nur von dem Endboss-Ding ins 8, oder? Nee, du musst da gar nichts looten, du musst ihn noch nur töten, oder? Eine Safransbandage, danke. Ach so, Kann ich halt mittlerweile battle, der 26, das geht, ja. Aber, ja. Level. So, das war ein Loot, ich dachte jetzt, dass das ein Ding war. Ja, stimmt, du hast ja ein Dings. Den Soulstone. So, der Hexenmeister kann jetzt angeblich innerhalb von einem Dungeon alleine porten. Hä? Wie soll denn das gehen? Wollte ich nicht. Also das ist ein Standard des Patch Notes drin. Echt? Okay, dann hab ich die anscheinend nicht so genau gelesen. Was ich nicht, wie es macht, aber es scheint zu gehen. Ist noch nicht beim. Dann jetzt so eine. Gut, der Abschluss hat jetzt 107k gebracht, ne? Und was hat jetzt so eine. Kannst du den einen Heiler mitnehmen? Ach so, ja, wenn du mit willst, log ein. Kannst du gerne mitkommen. Ja. Wird fast wieder ein Level up jetzt durch Abschluss und diese Quests jetzt. Jo, ich bin jetzt 71. Jetzt könnten wir gehen aus der Instanzgruppe raus, dann melden wir so dann gleich nochmal. Mhm. Ja, kannst du mich einladen. Was mich auf der Point lässt. Schreib mich einfach an. Machen wir es so, ist einfacher. Ich habe zu viele Leute auf der Friendlist, da scroll ich 5 Jahre durch. Gibt's denn nicht auf einer gewissen Freundzahl dann auch so einen Suchfilter? Nee, hast du nicht. Ich hab so ein Add-on drauf, aber das buggt im Moment ein bisschen. Da habe ich so Gruppen gemacht und jetzt ist es noch viel beschissener als vorher. Und ich hoffe, das wird endlich mal wieder entbuggt, dass ich vernünftig das machen kann, aber mal gucken. Geupdatet hast du es, weil mein Bartender hat nicht mal mehr weil schneller erst angezeigt nach dem Patch. Nee, geupdatet habe ich ja, das habe ich alles gemacht, das ist klar. Das hat schon vorm Addon jetzt oder vorm Patch rumgebuggt. Leider. Leider. User joined your channel. Hallo zusammen. Nee, grüß dich. Hi. Jetzt kommen halt wieder in die laueren Innis rein, ja, ne? Weil, ja, hier ja. Kannst ja. Aber ist nicht so wild. Ja. Achso, hast du das Hexer, dieses Ding-Gate schon jetzt? Das mit Uplink-Zeit noch nicht. Nur das normale. Jetzt bin ich durchgestunt. Also nicht das zum Durchspielen, sondern das andere. Naja, gut, okay. Weil da hätte man gucken können, ob man da irgendwie hochkommt. Das wäre halt gut gewesen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Items gibt, dass man da hochkommt. Weil das wäre halt schon richtig stark. Jetzt haben wir halt arsch viele Mobs hier am Arsch, ne? Na gut, das geht. Das geht sogar. Was bringt an den FPS? Doch, also eigentlich hätte ich jetzt gesagt nein, aber mir fällt gerade ein, irgendwas haben sie gemacht, dass das WoW jetzt mehrere Kerne anscheinend supportet und auch neueres, wie heißt das hier, DirectX, glaube ich, und solche Geschichten. Aber das habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Du sollst da anscheinend jetzt was umstellen können. Ich habe das bloß irgendwo gelesen gehabt, aber habe dann nicht mehr nachgeguckt. Ne? Aber irgendwo war das gestanden. Warte mal, wir können da mal nachschauen. Es müsste ja irgendwo unter Grafik jetzt, was ist denn das, oder war das unter erweitert? Hier, DirectX 12, gut, das habe ich drin, ne? Aber hier soll es anscheinend dann nochmal was umstellen können, auch irgendwie mit den Kernen. Ach, warte mal, Postcore A, was ist das? Ist das irgendwas mit Kernen? Ich kenne mich da halt null aus, ich weiß auch nicht, was das für alle, aber ich meine, da sind jetzt mehr, Grafikkarte. Ich kann jetzt hier meine Grafikkarte automatisch erkennen. Ach, wenn du mehrere Grafikkarten hast, kannst du anscheinend jetzt hier auch auswählen, ne? Also ich hab nur eine Grafikkarte im Moment drin, ne? Also noch die hier, da seht ihr Nvidia GeForce GTX 1080, die war damals, wo ich den PC zusammengebaut habe, eine der besten, ne? Und die ist, denke ich mal, immer noch ganz, ganz gut. Hier kannst du, was ist denn das alles für, also ich habe von dem Zeug habe ich ehrlich gesagt einfach keine Ahnung. Aber du kannst hier auch die FPS cappen und sowas, ne?
Deswegen ist bei mir jetzt immer so um die 100 auch rum. Ja, ich bin auch nicht so versiert, aber ich habe was gelesen, dass man anscheinend jetzt irgendwie auch mehrere Kerne unterstützen kann, ja. Weil es ja bis jetzt so war, dass WoW immer nur einen Kern genommen hat und dass man das da anscheinend ein bisschen besser basteln kann, ja. Wie das genau ist, keine Ahnung, da bin ich auch kein Experte drin, aber da hatte ich irgendwo hatte ich da was gelesen drüber. Ich denke mal, man kann da, wenn man weiß, was man tut, ne, wenn man das richtig einstellt, kann man da bestimmt nochmal gut was rausholen, ja. Kann ich mir zumindest vorstellen. Müsste ich mich aber ehrlich gesagt auch nochmal wieder einlesen, was da jetzt genau Sache ist. Jetzt hoffe ich, dass ich den rauspull, ohne dass alles kommt. Oh, das hat sogar erstaunlicherweise geklappt. Achso, warte mal, hier wollte ich einen Banner stellen, ne? Fällt mir gerade auf. Rentiert sich das doch mit dem Banner, oder wie? Naja, du kriegst halt, ich krieg jetzt hier in dem Bereich 15% mehr EP von jedem Mob, ne? Also, das ist klar, es ist halt nicht der Dungeon-Abschluss, das ist klar, aber wenn hier, ne, das hält, ist, der Banner hat 100 Meter Range, also schon relativ weit. Wenn ich das jetzt hier stelle, geht das jetzt halt für den ganzen unteren Bereich quasi. Und, ja, also ist jetzt nicht die Welt, aber klar, 15% haben oder nicht haben. Weißt du? Also von dem her. Vor allem, es kostet dich ja nichts. Es kostet mich nichts, ne, das ist einfach zusätzliche EP. Ja, also. So Massenpullen und dann alles drauf. Ja, also das, hier geht das jetzt auch noch, das bestimmt bis dahin und oben kriege ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was ab. Und es gibt drei verschiedene Banner, die kann ich dann hier in der Innie alle drei einmal stellen. Ne? Weiter geht's. Also man muss halt immer dran denken. Ja, das ist es halt dieser. Man könnte sich diese Banner auch auf irgendeinen Zauber legen, aber dann stellt man sie halt am Anfang in der Innie beim ersten Mob, ne? Und ob das so sinnig ist, ist jetzt mal die andere Sache. Mein Gott, es ist der Nächste, der jetzt hier so einen Scheiß reinspannt. Mein Gott, muss ich die alle blocken? Ist das. Vor allem auch mit so irrsinnigen Namen, mit Groß-Kleinschreibung in den Buchstaben drin, weiß ich nicht, wer sowas macht. Ach echt, ist es bei. Gut, schau, da kenne ich mich zum Beispiel auch nicht aus, wie das ist bei DirectX 10 und 11 und 12. Ist okay, dann aber 12 war doch davor schon, oder? Irre ich mich jetzt. Aber da bin ich jetzt, habe ich halt auch einfach da habe ich einfach leider keine Ahnung, muss ich so ehrlich sein, ne? Kann ich gleich das nächste Banner wieder stellen hier oben, ne? Das stelle ich dann irgendwo da, dann müsste es eigentlich für hier ausreichen. Ich stehe noch relativ lange eigentlich. Theoretisch, wenn du unten hier einstellst, dann geht es für die ganzen oberen Mobs auch. Warum haben wir denn jetzt hier geedit? Die brauchen wir nicht, aber dann können wir jetzt auch so rumgehen, das bleibt sich eigentlich gleich. Warum ziehen wir den? Mit dem Mana, kann irgendwer Tisch stellen? Nee, ne? Oh, nee. Nee. Warte mal, kommt mal hinter. Oh, der eine Wolf rennt da noch. Dann laufen wir diesmal halt so rum, ist ja, bleibt sich ja gleich. Ist eng mit dem Mana. Jo. 7 Minuten habe ich meinen Buff noch. Warte mal, der eine. Oh, du hast die Part und du hast alles gepult. Scheiße. Ja, ich sehe es. Lass nicht stehen bleiben, ich habe extra gesagt, dass du herkommen sollst. Okay, jetzt müssen wir. Oh, ich habe mir Bob gegeben. Ja, das war dein Todesurteil. Ja, aber diesmal habe ich mich verdrückt. Diesmal, es war nicht knapp. Ich habe Bob gedrückt, versehentlich. Und das hat dich erwischt. Das war my bad jetzt. Ja klar, du bist halt der. Oh, du hast die nächsten gepult. Du hast die andere Part auch noch. Ja, du musst halt echt aufpassen, wo du stehst. Jetzt hast du alles. Sag mal wirklich hier den kompletten Raum clear. Vielleicht erinnert er noch den Boss. Ja. Nee. So ganz zufällig. Aber ja. Zumindest hatte ich meine EP-Banner noch stehen, ne? Das war's gar nicht so. Ja, hab ich mir wenigstens ein bisschen EP gekriegt. Extra EP. Achso, ja, wir sollten den vielleicht aufkratzen, ja. Reck du mal, ich kratz den auf. Ja, wenn ich was hab. Ja, hab nichts. Gut. Was bist denn du für ein Heiler, der kein okay. Dings dabei hat? Also nach der Annie dann auch mal was zum Trinken kaufen, ne? Man ja. So schnell, dass man irgendwann immer wieder nachkaufen muss. So schnell hat man es gar nicht frei. Ich hab damit Level 60 keine Teile. Kommt auch immer erst den Kult hier raus. Davor muss ein Mage hinhalten. Ja, Mage haben wir leider keinen, ne? Da muss man schauen, wo er bleibt. Wir sind hier in der Level 70er Bereich. Was, wie ich jetzt Inseln laufen würde? Naja, du musst halt sehen, du kriegst dein Loot quasi da erst dann, wenn die Insel abgeschlossen ist. Deswegen musst du halt gucken, dass du möglichst schnell die Insel abschließt.
heißt halt, wenn du gewinnst verdammt schnell oder du verlierst verdammt schnell, ja. Das ist dann das Effizienteste, was du machen kannst. Im niedrigeren Stufen ist schnell gewinnen wahrscheinlich die bessere Alternative. Ich habe letztens ein bisschen so ein AFK-Farm ausprobiert, quasi sich reinstellen mit einer Gruppe, wo man sich vorher abspricht und dann quasi alle AFK gehen und man einfach die andere Fraktion gewinnen lässt. Ja? Also hier im Mythic zum Beispiel, da geht das relativ gut. 10 Minuten, Viertelstunde dauert das und du kriegst sogar auch Loot. Ja? Also muss halt nichts machen. Das kann man theoretisch auch so machen, aber wenn man es normal spielt, geht es im eigentlichen Sinne schneller. Dass das hier mal dann noch einen Ticken dauert. Hallo, ich habe ja schon NTP bekommen. Ja, deswegen sind wir ja hingegangen. Wir melden jetzt an, gleich weiter. Die Instanz geht halt verdammt schnell, ne? Das ist halt das Beste, was du machen kannst. Double-Bosse da drüben brauchst du. Ja, weil du jetzt low bist, aber das ist eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt kommen wir nämlich immer in die schnelle In hier rein. Gar nicht unbedingt so schlecht. Ich hätte gerade oben ein Tor stellen können. Ja, du bist aber. Ja, nee, bist ja in einer anderen Instanz dann drin, das dürfte nicht gehen. Achso, aber du, dieses Tor, wo alle durchgehen können, hast du noch nicht, oder? Nee, noch nicht, das kommt erst mit 80. Ja, gut, okay, dann gibt es nichts mehr. Aber wenn das hier gehen würde, dann wäre das halt schon ziemlich heftig, ne? Das wäre auf jeden Fall ziemlich heftig. Dieses blöde Gestanne. Wie lange wir machen, sind wir heute schon 80. Ja, ich denke mal, das wird schon ausgehen. Jetzt bin ich gerade auf 72, also ich habe jetzt schon, also mit 68 wie angefangen, ich habe jetzt schon 4 Level gemacht, wir sind ein bisschen über eine halbe Stunde jetzt. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das ging flott. Ah, stimmt, wurden ja seit 8.1 hier untergesetzt, ne? Ja, also du levelst... mit dabei. Du bist ja auch von Android. Lol, du siehst auf dem Boot die Schatten von den Wachen, die oben über die Brücke laufen. Schon die ganze Zeit. Davor. Achso, wenn hier noch einer von Antonidas ist, ich kann dich in meine Gruppe, in meine Gilde einladen, dann kriegst du auch den EP-Buff, ne? Wenn jetzt ein keiner bist. Ja, ich bin ja. Nö, wenn ich bin keiner. Ja, nee, dann, weil alle, die in der Gilde sind, würden dann auch von der Flagge, ne? Den EP-Buff kriegen, dann kann ich das tatsächlich. Warte mal, da habt ihr jetzt gerade. Dann mache ich das danach. Du kannst dir ja auch eine Flagge holen, dann können wir uns noch mehr EP gegenseitig zuschustern. Das geht dann nämlich tatsächlich, dann kann man nämlich, kommen wir nicht erst bestimmt einen Ruf, oder? Ich glaube, nee, Wohlwollen brauchst du mittlerweile. Ja, Wohlwollend. Ah, stimmt, doch, Wohlwollend muss man haben. Ja, du brauchst eigentlich freundlich, Aber irgendwie, sobald man es kaufen will, braucht man mehr, aber zum Aktivieren braucht man freundlich. Naja, es ist quasi so, du brauchst einmal Wohlwollen und wenn du dann die Gilde switcht, bist du ja irgendwie einen Rang nochmal drunter und deswegen brauchst du danach freundlich, quasi wenn du switcht, aber du musst einmal Wohlwollen bei einer Gilde quasi erreichen, so läuft das halt. Warte, dann guck ich mal, ob ich dich einladen kann, Mitglied einladen. Ach, was hast denn du da für einen Buchstaben drin? Ja gut, das wird jetzt... Schreib mal irgendwas im Chat, dann kann ich dich da... Na, ich hab... Ja, warte. Warte mal, ich muss das mal kurz rauskopieren. Aber hättest du auch mit Dings da Alt 155 machen können. Ja, gut. Hä, warum kann ich das jetzt nicht? Eigentlich müsste ich. Ihr müsst mal schnell so überleben, ne? Ich muss ihn mal. Der Buff ist ja eh weg. Ja, gut, ich. Ne, wenn. Ich muss jetzt mal kurz gucken, dann lade ich dich mal ein. Dann kannst du mal gucken, ob du auch. Den Ruf wirst du wahrscheinlich noch nicht haben, oder? Wir müssen uns beeilen, in 2 Minuten Stein. Nee, bin noch auf Eimer. Okay. Ja, gut, für den Abschluss wird er eh nicht mehr. Oh, jetzt bin ich wegzählt. Für den Abschluss geht er eh nicht mehr. Ob das ein Bug ist, weil mir wird generell, dass die Folge nur, dass die Gilde nur Erfolgspunkte hat. Und irgendwie noch nie was abgeschlossen hat. Doch, die Gilde müsste eigentlich dir 2200. Ja, im Wald stand das auch, aber wenn ich jetzt gucke. Ja, also mit dem Ruf wird es ja eh sein, dass ich den nicht habe. Ah, Mana ist wieder knapp, aber egal. Nö. Also, da muss er halt gucken, sobald er den Ruf... Hä, warum ist denn mein anderer WoW jetzt gerade zugegangen? Warte mal, irgendwas buggt hier gerade. Hä? Was hat... Mein WoW gerade zugegangen hier. Naja. Ja, aber dann kriegst du zumindest von meiner Standarte auch ein bisschen EP mehr, weißt du? So. Das zählt... Stück weiter hinten.
Das zählt halt von allen aus der Gilde, kriegen dann halt mehr, ne? Und Extreme ist ja blöd, da kannst du ja nicht in die Gilde. Aber so ist es ganz praktisch. Eigentlich hätten sie es machen sollen, dass alle in der Gruppe einfach mehr EP kriegen, wenn du eine Startdate stellst. Aber gut, die wollten das halt so ein bisschen auf diese Gilde zumünzen, ne? Auf diese Gilde-Geschichte. Ach, hier ist noch der Boss, okay. Ja, ich hab den Boss gepullt. Jetzt ist kein Mana mehr, aber wenn es eng wird, drücke ich einfach Hand aufleben. Der Boss ist fast um. Zack. Da hast du mir Bob gegeben, ne? Nee, ich hab dir nichts gegeben. Soll ich? Mal hören, was war. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe keine Bob aktiviert. Ja, ich auch nicht. Ja. Ich, ja. Aber diese overpowered Paladine. Muss echt immer kaufen. Du auch kein Mana, aber trotzdem voll live machen. Easy, mit einem Spell. Ja, die neuen Cast-Animationen mit diesem Buch. Ja, das ist geil. Ja, aber allein dieser komische Engel da, der neue, der ist schon geil. Dass der komplette Körper jetzt zum Engel wird. Was meinst du auf Ra-Farm? Ach so, meinst du auf den Inseln? Nee, also die speziell die Rares auf den Inseln rauszufarmen, das bringt ja eigentlich nichts. Das ist ja total sinnlos quasi jetzt. Es gibt noch ein paar Leute, die das machen, ja, die halt vielleicht die Änderung nicht mitgekriegt haben. Aber im Endeffekt musst du eigentlich gucken, dass du einfach möglichst zügig durch bist. Das ist halt das Beste, was du machen kannst. Okay, ich bin im Stun. Okay, bubble mal nicht. Nee, ich hab Hand auflegen gedrückt. Dann haben wir. Fast. Haben wir kein Mana mehr. Jo, schon wieder fast. Die können. Ja, die Indie geht halt echt zügig, ne? Dann kriegst du halt 100k EP, das ist halt. Plus die 50k für die Ads. Ja, genau, die kriegst du halt auch noch dazu, ja. Ohne erholt zu sein. Aber mein Erholbuff ging verdammt schnell weg. Ich habe jetzt 2 Wochen mit dem nichts gemacht, du ne? Du wirst ja auch schneller. Ja gut, klar, stimmt. Der Erholbuff ist ja prozentual von deinem Level. Ja, klar. Na, klar, wenn das Level natürlich nicht mehr so lange dauert, ist der Erholbuff natürlich auch schnell weg. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig, ja. Und so viel auf den Drachen hauen, wie es geht. Ich tue Teil. Ja gut, halt nur Range, ne? Melee ist ja nix. Range eigentlich immer auf dem Drachen bleiben. Boah, der eine Range. Ja gut. Ich hab auch noch alles auf dem Drachen an Range Space drauf gehabt. Weihe legen. Dauert wieder ein paar Sekunden. Das finde ich auch immer hier blöd, dass der das. Das hätten sie auch mal rausmachen können. Wieder ein Level up. Easy. Easy, hä? Da kannst du halt echt gut durchbomben hier. Und wieder den. Haben wir wieder die gleiche Inni? Nee, das Blutkessel, okay, nee, schade. Schade. Naja, ich habe die Quest. Da war ich heute schon drin, da gibt man für den Endboss einfach 35.000. Für die Quest. Ach shit, jetzt haben sie mich hier gestunt, oh, da oben. Lol. Voll viel. Also 31.000. Aber immer noch mehr Skills. Da, die einen da im Dings kommen. What the fuck, hast du denn jetzt gerade so viel Schaden verursacht? Irgendwas hat gerade richtig reingewämst. Müsst ihr bloß aufpassen, dass wir die einen jetzt links nicht adden, ne? Die wollen wir nicht haben. Irgendwas haut ich. Das. Feuerding ist halt auf dem. Aber die Mobs hauen jetzt hier auf jeden Fall wesentlich mehr raus. Nur ein paar Mobs gepult gehabt und krieg ich die auf den Latz. Du hast doch noch keinen neuen Jücken. Der hat deinen Rüstungswert erhöht. Ach. Naja. Ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht. Also, ja, also die neuen Trinkets sind. Soll es was ausmachen?
Ja, gut, ein bisschen macht's immer aus, ist klar, aber jetzt nicht extrem. Was aber cool ist, habt ihr die neuen Trinkets gesehen, die so Buffs geben, wo man dann die ganzen Gruppe Dings gibt? Wenn die jeder hat, kann ich mir das schon krass vorstellen, ne? Kannst du ständig viel. Schnelligkeitsbuff da. Ja, auch Crit kannst du, also alle, eigentlich alle Okay. Dings. Also das stelle ich mir halt schon ziemlich dick vor. Mein Gott, Das diese kostet auch jedes Kackmobs. Mal 50 so Marken. Ja, gut, aber du musst es halt einmal kaufen, ne? Und dann hast du einen Kack halt. Ja, stimmt. Das Auch noch einen Range-Kick da hinten. Bin ein, ja, ist. deswegen Range-Kick, ja. Weil wenn du als Melee hinläufst, dann kommt der ganze andere. Deswegen bin ich da nämlich nicht hingelaufen. Ich bin Hexer, hier hab keinen Kick. Doch, hast Ja, du. doch, mit dem Pad. Ja. Okay, ich muss mal Hand Ich hab auflegen. vorher mein Pad nicht. Ich auch, okay. Gut rein hier. Ja, du merkst schon, in der Indie, hauen die Ja, Mobs mehr rein auf als in der jeden Fall. anderen. Die andere ist halt echt nett. Das war schon da. Battle.net, Unterwegs. weiß ich nicht. Nö, scheint noch alles zu gehen. Battle.net scheint noch zu gehen. Man muss das einfach außen wieder anmachen, ne? Dann. Wir wollen den Hexer da hinten nicht adden, weil sonst kommt nämlich alles und dann gibt's ein Vibe-Fest hier. Welchen Alter. Hexer wollen wir adden? Hier, der da hin und her läuft, der da in der Mitte. Dachte, der Hexer soll adden. Ja, ich hab's auch gehört. Ja, jetzt ist er schon geendet. Ja. Ich weiß nicht. Der Adept, so rennt überall hin. Ja, der rennt jetzt da hinten. Haben wir einen Range-Kick für den Hexer? Ach, schau mal dieses blöde Schild. Hast du gesehen? Das kannst du ja Das Schild vergessen. ist toll. Das trifft einfach alles. Ich habe Aggro. Hab noch keine Heil. Boah, die war knapp. Ja, alles EP. Setzen wir mal, warte mal, ich stell da meine Flagge schon mal rein hier. In den Dings. Warte mal, Ich will Bombe. warum hab ich denn schon wieder Dings bekommen? Du hast mir schon wieder Achso. Dings gegeben. Was? Du weißt, was das macht, ne? Ich werde immun gegen Melee-Schaden, das ist ja schön, aber dann denken sich alle Mobs, hey, der Tank ist immun, lass mal irgendwas anderes killen. Ach, deshalb bin ich vorhin auf einmal umgeflogen. Ja, wenn ich von dir Hand des Schutzes krieg, dann greifen die Mobs halt irgendwen anders an. Den nächsten in der Aggro. Deswegen bist es meistens du, ja, der da rumsteht in der Melee-Range. Also, kannst du es natürlich schon machen, mir ist es egal, ne? Aber die anderen kriegen dann halt auf den Latz. Ah, na, ist wieder knapp. Ja, was steht da auf, dass ich 10% mehr Ruf, Dings der Erfahrung, Ruf und Ehre bekomme durch die Gilde? Warte mal, Was ist jetzt schon? kann ich den Silence-Effekt über das Ding? Mein Gott, ich habe schon wieder Silence, kann ich nichts machen. Im GS kann ich nur drücken. Hier sind diese Minen am Boden, da muss man echt rausgehen, die hauen richtig Schaden raus. Gehen in die Luft, dann Soll macht's. dein Range zu sein. Dann macht's richtig Badabum. Ich habe uns doch aufgucken. Nee, Ich hat retz, nicht ich. funktioniert. War mal dein Dann Mana, geht ich das retz wohl den noch nicht schon. mit dem Battle Red. Dann kommt es erst Doch, noch. Battle Reds geht schon. Naja, auf Nee, jeden auf Fall. Stufe Niemals 70 steht da, danke. 10 Stellen kann benutzt werden, um tote Ziele sofort wieder zu beleben. Genau, Ab das 70. haben die. Achso, mal ab 70 erst, okay. Erst in einem Level. Na gut, das ist natürlich blöd. Da geht es wohl nur, dass man Out of Fight Dingens da Hm. aufrichtet. Den Damage machen die Mobs. Ach, die Bosse haben irgendwie weniger Leben, kann das sein? Nö. Also würde ich jetzt nicht sagen. Dauern schon Stress immer noch auf ein. jeden Fall gar nicht schlecht. Dauern immer noch ein bisschen um zu boxen. Das war ja erst der erste Boss. Ja, die Inni, die dauert schon wesentlich länger als hier der andere Laden. Da haben wir wieder ein paar Minen. Oh, und ich habe einen Full CC gefressen. Null. Im Hammer. Das ist Das ist so einer der nervig. Und Minenstaffel. wieder. Die Mobs sind so nervig. Du bist in einem CC nach dem anderen. Dynamit werfen, verreckt hier.
und weiter geht's. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich müsste so gucken, ne? Wenn du jemanden dabei hast, der genau 60 ist, dann kommst du, glaube ich, nur ins Dings rein. Oh, wir haben, da haben wir noch ein paar mehr. Dann kommst du, glaube ich, nur ins Bollwerk rein. Ne? Müsstest du immer irgendwen noch einladen, der 60 ist. Dann kannst du immer das Bollwerk durchratschen. Nee, 58, weil mit 59 schaltet ist ja schon wieder Blutkessel frei. Ja, aber das oder? Ist spezifisch anmelden. Wenn du. Ach so, ja. Das sind die wirklich lowsten Dinger, die gehen. Wenn du über random anmeldest, dann ist es ein bisschen anders. Du kannst, so. Glaube ich, du kannst random, konntest du zumindest immer erst ab 60 anmelden. Ja. Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon? Ja, fast 50 Minuten, sowas im Dreh. Ach. Nach dem. Musst du nach Max raus aus den Instanzgruppen, ich brauche einen Report oder so. Hä, stehst du nirgends rum, wo du rappen kannst? Stell dich doch einfach irgendwo in die Stadt rein und kannst überall rappen. Die wieder ein bisschen aufpassen, ne? Da hast du halt wieder diese Bombenwerfer. Werfer gibt's auch mittlerweile überall. Vor allem vor den Minen muss er ein bisschen aufpassen. Die hauen halt echt gut rein. Okay, der eine will nicht. Die ganzen Sachen jetzt auf dem Global sind, nervt mich echt. Die sollen das immer wieder, also die ganzen Heileffekte zumindest von den Tankklassen vom Global runternehmen. Die haben doch manche Sachen schon runtergenommen. Ja, ist ein bisschen was haben sie jetzt schon gemacht, aber. Aber noch nicht als. What the fuck hab ich jetzt grad. Schon wieder tot. Ja, du bist an der Bombe verreckt, du bist halt in die Dings reingelaufen. Ich hab mich schon. Ja, im Chat siehst du, an was du gestorben bist, ne? Ja. Naja, ich hab ja auch keinen Mana, 24-7. Muss ja was zum Trick mitnehmen. Haben wir ja noch 10 Minuten. Er will hier durch. Ich habe kein Ziel. Jetzt gekriegt hier 145. Jetzt fast für einen BG-Win, ne? 200.000 bekommen. Also auf Stufe das bin ich 114. Nebenbei ein bisschen BG-Leech. Hatta, hey, grüß dich. So, das sind doch jetzt. Naja, die kommen halt schon, hier. Was der Boss aufgeht. Da liegen auch noch Minen am Boden, ne? Ah, die hat gerade irgendwie ausgelöst. Mitten durch. Jetzt, ach, warte mal, eine. Ah, okay, da war ja noch eine. Eine Kombi an Ads haben wir noch. Na, hier werde ich auf jeden Fall jetzt noch Level up in dem Laden. Ich auch mit Abschluss dann. Ja, ich komme wahrscheinlich sogar. 35.000 Bonus gibt oder 31 bei dir müssen es sein. Ich schaff's glaube ich sogar durch die Mobs noch. Ich bin ganz kurz vor Level up schon. Das ist der Standard, der da gerade rein stimmt. Ach so, warte mal, Standarte, ja, stellen wir die Kleine mal noch. Ja, das war jetzt, ich vergesse es halt immer wieder, ne? Das wäre eigentlich gut gewesen. Ja, jetzt haben wir noch was geedit. Oh, und nochmal hier zwei Rocks auch. Da ist nicht unterm Boss stehen, da ist eine Giftpfütze, da müsst ihr rausgehen. Da ist alles zugewollt, das haut ganz gut rein. Palaz gespielt. Naja, erstmal looten, ne, hier, mitkämpfen, egal, ja. erstmal den Loot rausholen aus dem Boss. Vielleicht ist ja was dabei. Vielleicht ist ja was dabei, was man brauchen kann. Das kann ich nicht. Jetzt da hinten stellst du ja den Brunnen und sollen wieder zurücklaufen, weißt du, hier. Das war noch, als ihr zum Boss seid. Weißt du, hat's nicht leicht. Ah, Level up, schau, sag ich doch. Ich habe jetzt 105k von 210. Da geht voran. Ja, gut, jetzt habe ich 5 Level gemacht, ne? Bisschen haben wir jetzt noch in der Ding. Wieder zu mir kommen.
kann ich nur der Umhang? Na, das ist nicht besser. Ja, irgendwo ein Item habe ich noch, was. Warte mal, habe ich jetzt irgendwas, was ein Ding hat? Ein Sockel? Warte mal. Wegen dem XP-Stein, ne? Ja, ich kann ja schon lange den XP-Stein reinmachen. Warte, du kriegst doch eigentlich immer ewig viel Sockel hier in Wattel, in Burning Crusade am Anfang. Habe ich jetzt echt noch nichts gekriegt? Nee, ich habe echt noch kein einziges Sockel-Item. Da könnt ihr halt mal meine Haarmount mal rausholen und mal gucken, ob ich irgendwo ein Sockel-Item finde, was ich nehmen kann. Das wäre tatsächlich gar nicht so blöd. Ja, das ist. Dann ist, sind wir durch. In meinen Schuhen auch zwei Sockel. Kann ich da dann die EP-Steine da reinsetzen? Du kannst nur einen einzigen reinbasteln, aber. Ja, das kannst du machen. Obwohl, nee, warte mal, müssen die nicht ein bestimmtes Item-Level haben? Doch. Nee, benötige Gegenstand Stufe 200. Okay, vergiss es, nevermind. Ah. Brauchst. 200 kriegst du ja erst in Legion eigentlich, oder? Oder wann kriegst du denn? Ja, nee, meine. Ja, doch, Legion. Ja, meine Gammage. Da, da steht sogar schon, du kriegst Gegenstand Stufe 300. Obwohl ich jetzt hier Level 70 bin. Und das halt erst 120 RG ist. Selbst in Hallen der Tapferkeit ist das Item-Level nur 139 im Normal, ne? Die haben das Item-Level so zusammengestaucht, das ist echt krass. Jetzt jedes komplette Addon hast du nur noch so 10, 15 Item Level vom kompletten Addon. 15 ist ja jetzt nächste. Also wenn wir jetzt mal guck, Worlds of Draenor, ja. 116, ne, ja. Das ist dann Mist of Pandaria ist 100, ja, es sind so um die 15 Item Level pro Addon, was du hast. Das ist halt nicht viel. Ja, dem hier werden 60. BFA. Krass. Je nachdem, was sie im neuen Raid dann noch drauf machen. Oder kommt da noch eine? Was haben wir denn da Platte? Ja gut, dann kann ich es mit dem Gem vergessen. Mhm. Also, warum laufen wir denn hier eigentlich raus? Wir können ja eigentlich nochmal gleich queuen. Quest abgeben. Achso, ja, wir müssen die Quest hier noch Mobs Wasser holen. Einfach raus, reinporten, das geht am schnellsten. Aber es ging eigentlich gerade mit dem Boost und so. Kleben wir noch ab. Nein, nicht ablehnen, wir müssen rein da in die nächste Inni. Nee, warte, ich muss mal kurz raus, porte einmal aus der Instanz, sprühe, weil ich muss reparieren. Level up. Ich habe ja ganze Rüschen Brot geschlagen. Jawohl, wir sind jetzt eh fast bei der Stunde zusammen, dann machen wir. Das meinte ich. Dann können wir auch einen Cut kurz machen. Moment, ich muss eh nur raus mein Zeug mal fortsetzen. Dann können wir eine kurze Break quasi machen. Ja, 4-5 Minuten sind es noch. Dann nehme ich mal kurz hier die Quests noch an und dann können wir kurze Pause machen und dann machen wir quasi mit der nächsten Episode weiter. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Irgendwas habe ich immer noch nicht angelegt, was noch höher ist. Ah, schau mal, der Gürtel. Nee, es ist noch irgendwas. Nee, Handgelenke. Ah, hier. Jetzt passt es. Na wunderbar. Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. Ah, da fällt schon viel Zeug ab hier in den Inis. Bin ich jetzt 73? Ja, 5 Level habe ich gemacht, ne? Das ist doch ordentlich. Ja gut, wenn wir jetzt jede Ding 5 Level schaffen, dann geht das schon gut ab. Vor allem im Gegensatz zu davor ist es halt. Da geht's richtig schnell. Aber ja gut, ich habe eh kaum Invites, deswegen lohnt sich's eh bloß. Ich habe heute mit 47 angefangen und bin jetzt schon wieder 71. Echt? Ja, hast du so heute Nachmittag oder wie in welchem Zeitraum? Ja, heute Nachmittag, 2-3 Stunden. Du bist instant over. Vielleicht. Wenn du brauchst so von 50 auf 60, du brauchst 4-5 Besten, bist schon wieder Level up. Ja, das ist natürlich krass. Ja, finde ich aber nicht schlecht. Dann kannst du da ein bisschen zügiger hochballern. Wir wollten ja kein Classic, jetzt kriegen wir es geschenkt. Besser. Gut, in Classic, ne, da wirst du dann wieder lang brauchen, und zwar richtig lang. Ich weiß schon, wieso ich es nicht spiele. Ja, mal schauen, vielleicht werden ein bisschen reingucken, ne. Ein bisschen reingucken schadet sicher nicht. Dann kann man ja mal gucken, ob man dann Bock hat oder nicht. Jetzt, wo ich es früher nicht gespielt habe, juckt es mich halt gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die Leute da haben. Ja, jedem das seine. Also wenn es Leute spielen wollen, ne, sollen sie es machen. Ich werde ein bisschen reingucken, aber wahrscheinlich nicht extrem. Ich habe es auch auf dem privaten Server gespielt. Ach so, okay.
die Bros da jetzt wieder spielen wollen. Ach, naja. Jeder wie er meint. So, ich würde sagen, wir sind fast bei der Stunde fertig. Dann verabschiede ich mich an der Stelle für die Episode und wir sehen uns, wenn ihr wollt, gern bei der nächsten. Euer Tela, bis dann. Ciao.